In Kapitel 8 und 4 der ISO 9001 Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen geht es im Grunde genommen um Ihre Aufgaben, wenn Sie externe Dienstleistungen einkaufen, externe Produkte einkaufen beispielsweise, die Sie im Rahmen Ihrer Wertschöpfungskette verwenden und wie Sie damit umgehen müssen. Im Unterkapitel 8.4.1 sind allgemeine Themen beschrieben, in dessen Rahmen noch einmal der grobe Rahmen abgesteckt wird und Ihre Aufgaben näher definiert werden. Hierzu heißt es in der Norm, die Organisation muss sicherstellen, dass extern bereitgestellte Prozesse, Produkte und Dienstleistungen den Anforderungen entsprechen. Das bedeutet im Klartext nichts anderes, als dass Sie festlegen müssen, welche Anforderungen beispielsweise diverse Einkaufteile besitzen, die Sie eventuell in Ihrem Produkt einbauen wollen, oder diverse Dienstleistungen besitzen müssen, die Sie dann entsprechend in Anspruch nehmen wollen. Also das muss geklärt sein. Das ist Thema, ich sag mal, auf der einen Seite der Technik beispielsweise, aber in der operativen Abwicklung auch Sache des Einkaufs. Weiter heißt es, die Organisation muss Steuerungsmaßnahmen bestimmen, die für extern bereitgestellte Prozesse, Produkte und Dienstleistungen durchzuführen sind, wenn in einem Unterpunkt A Produkte und Dienstleistungen von externen Anbietern für die Integration in die organisationseigenen Produkte und Dienstleistungen vorgesehen sind. Das bedeutet, dass Sie im Prinzip steuern müssen, wenn Sie Teile einkaufen oder Dienstleistungen einkaufen, die Sie letztendlich verwenden wollen und geeignete Steuerungsmaßnahmen auch entsprechend umsetzen. Sie fragen sich vielleicht, was genau kann man sich darunter vorstellen? Ein Wareneingang beispielsweise kann so ein Mechanismus sein, der hier als Steuerungsmaßnahme mitwirkt, indem Sie im Rahmen einer Wareneingangsprüfung beispielsweise Produkte, die angeliefert worden sind von Unterlieferanten, entsprechend auf ihre Spezifikation abprüfen können, um dann auch festzustellen, ob diese entsprechend ihren Anforderungen geliefert worden sind und gegebenenfalls dann nachhaken. Hier ist konkreter gemeint, dass Sie die Möglichkeit prinzipiell dazu haben, auch Steuerungen durchzuführen. Das heißt, dass Sie nicht abhängig beispielsweise von einem Lieferanten werden, der nur ein Produkt X zur Verfügung stellt, das Ihren Anforderungen eigentlich nicht genügt. Ja, sondern Sie müssen auch die Möglichkeit haben können, dass dieser Unterlieferant beispielsweise ihre Anforderungen entsprechend auch umsetzen kann und Produkte liefert, die Ihren Anforderungen und Ihren Spezifikationen auch genügen. Im Unterpunkt B heißt es, wenn Produkte und Dienstleistungen den Kunden direkt durch externe Anbieter im Auftrag der Organisation bereitgestellt werden. Das heißt, falls Sie beispielsweise einen Lieferanten besitzen, der direkt ein Produkt oder eine Dienstleistung direkt beliefert, ja, beispielsweise größere Bauteilgruppen, die eigentlich nicht bei Ihnen landen, sondern direkt beim Kunden vor Ort landen, oder auch Dienstleistungen, die entsprechend durchgeführt werden, zum Beispiel externe Service-Mitarbeiter oder ähnliches, dann müssen Sie auch dann die Möglichkeit haben, diese Produkte und auch die Dienstleistungen entsprechend steuern zu können. Also das heißt, Sie müssen einen Einfluss darauf haben können, auf das, was an den Kunden letztendlich geliefert wird und auch an Dienstleistungen bereitgestellt wird. Im Punkt C heißt es, wenn ein Prozess oder ein Teilprozess infolge einer Entscheidung durch die Organisation von einem externen Anbieter bereitgestellt wird. Das erweitert im Prinzip diesen Kreis um den Teilaspekt, dass nicht nur Produkte und Dienstleistungen einbezogen sind, sondern vielleicht auch Prozesse oder Teilprozesse, die letztendlich an den Kunden ausgeliefert werden. Des Weiteren heißt es im nächsten Abschnitt, die Organisation muss Kriterien für die Beurteilung, Auswahl, Leistungsüberwachung und Neubeurteilung externer Anbieter bestimmen und anwenden, die auf deren Fähigkeit beruhen, Prozesse oder Produkte und Dienstleistungen in Übereinstimmung mit den Anforderungen bereitzustellen. Die Organisation muss dokumentierte Informationen zu diesen Tätigkeiten und über jegliche notwendigen Maßnahmen aus den Bewertungen aufbewahren. Im Klartext bedeutet das, dass Sie letztendlich Ihre externen Dienstleister beispielsweise oder Lieferanten beurteilen müssen. Es geht um das Thema Lieferantenbeurteilung, die Sie durchführen, um sicherzustellen, dass entsprechende Anforderungen, die Sie besitzen, die Ihr Kunde an Ihre Produkte besitzt, dadurch auch entsprechend sicherstellen. Und hierzu sind diverse Kriterien notwendig, die Sie ansetzen, um entsprechendes sicherzustellen. Das bedeutet beispielsweise,
wenn Sie eine gewisse einen gewissen Qualitätsanspruch haben, gewisse Liefertreueansprüche haben, beispielsweise gewisse Servicequalitätsansprüche haben, dann sind das, können das schon Kriterien sein, in dessen Rahmen Lieferanten bewertet werden können. Wenn Sie letztendlich so eine Bewertung durchgeführt haben, dann muss im Endeffekt auch diese Bewertung und Beurteilung als dokumentierte Information vorliegen. Das heißt beispielsweise als ein Lieferantenbewertungsnachweis oder eine Lieferantenauswahlnachweis. Es gibt viele ERP-Systeme, die bereits eher interne Module besitzen, beispielsweise in dessen Rahmen entsprechende Thematiken abgewickelt worden sind. Und wenn Sie im Audit ein solches nachweisen, dann ist dieser Punkt für Sie auch abgehakt.